Bei dir ja auch ganz interessant, du wurdest ja, glaube ich, in der U17 sogar mal aussortiert, kann das sein? Ja, und zu mir der Trainer gesagt, hör auf mit Fußball, mach eine Ausbildung. Es wird nichts mehr. Und jetzt sitzt du hier als Nationalspieler. Grüße an den Trainer. Ja. Naja, aber es kommt im Fußball vor. In der U15 waren auch bei mir in der Mannschaft 3 Leute, die sicher Profi werden. Also, weißt du, wie ich meine? Vom Gefühl her. Nee, wie es der Verein Nürnberg damals halt, auf die wurde alles gesetzt, die sind schon so weit. Mhm. Natürlich in der U15 sind auch welche körperlich, da war ich noch einer von den Kleinsten, von der Größe her auch. Ne? Die waren natürlich schon weit, da waren dann in der U17 und ja, die Vereine haben dann natürlich alles auf die gesetzt. Die anderen waren so ein bisschen mit dabei, aber die sind halt da. Und ja, so wurde es dann mir auch in der U17 gesagt, ja, wir machen eine Ausbildung, hör auf mit Fußball oder spiel woanders, wird nichts. Und ja, das war aber für mich, sage ich, auch ein Erlebnis, wo ich dankbar bin, weil ich glaube, das war so in meinem Kopf dann drin, dass ich gesagt habe, dem, das Wort sage ich jetzt nicht, aber dem will ich es zeigen, so, ne?